Naja, die Kartause ist ein holy place, ja, wenn man so will. Man kommt hierher und man denkt sich seinen Teil, weil da ist irgendwo alles stimmig. Auch wie sie noch eine Ruine war, war das schon so. Es war einfach ein Ort, wo man gedacht hat und man hat gefühlt, der Platz an sich, den nütze ich jetzt vollkommen, weil ich arbeite nicht im Atelier. Ich habe auch kein Atelier als solches hier. Ich arbeite im Freien. Ich glaube dass ganz intensiv daran, dass das eigene etwas ist, was man in sich trägt, was vom eigenen, nicht nur vom haptischen, das heißt vom eigenen Körperbau ausgeht, ob das die Knochen sind. Ich habe sehr starke Knochen, also beeinträchtigen die da auch wahrscheinlich die Art der Arbeit als Bildhauerin. Und ich glaube, wenn es im Moment des Augenblickes, wenn es einem diese Situation freut, ist es möglich, dass einem etwas gelingt, dass es auch gut wird, wenn man sich darum bemüht, dass es einem freuen sollte, dann kann nicht dabei etwas entstehen. Gezeichnet habe ich immer sehr gerne, aber es war mir doch zu wenig. Nicht nur zu zeichnen, sondern es eigentlich haptisch zu realisieren. Aber das ist eines mit dem anderen immer wieder zu verbinden. Je mehr man schattiert, desto weniger wird es Skulptur. Also ich muss das ja Acht geben. In dem Moment, ich schattiere, ist das schon eine Zeichnung und da brauche ich nicht mehr eine dreidimensionale Arbeit machen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dann die dreidimensionalen Arbeiten gemacht habe, die Skulpturen, ist mir etwas abgegangen, eine Elevation, also weg vom Boden, keine Bodenhaftung mehr hat. Also habe ich sie dann hängend empfunden, also irgendwo schwebend. Ja? Und mit einem phosphorisierenden Pigment bemalt und sie in einem dunklen Raum aufgehängt, dass sie eigentlich eine Leichtigkeit bekommen. Das war aber dann trotzdem sehr, sehr haptisch, noch immer. Ja, es war etwas Taktiles, wo ich nicht durchgehen konnte. Und das war das Eigenartige. Es entwickelt sich auch manchmal, ich würde das wirklich sagen, aus einem Delirium. Ich habe mich dann in vielen Kunstformen mit der Durchlässigkeit beschäftigt, wie weit ist es möglich, etwas zu durchdringen, die Selbstähnlichkeiten zu überlegen, die von Strukturen ausgehen, wo der Querschnitt der Erde unserer Pupille und unserer Iris gleicht. Das ist ähnlich. Es ist alles, es kommt darauf an, wo man steht, ja? Welchen Standpunkt der Betrachter einnimmt. Für mich war die 3D-Animation etwas, womit ich die haptische Figur ins Transparente hineinführen konnte. Diese 3D-Animation besteht aus Tausenden von Zeichnungen, Handzeichnungen, die ich auf Transparentpapier zuerst einmal auf A4-Blätter zeichne und das wird dann umgesetzt. Das ist mein Theaterstück mehr oder minder von Anfang bis zum Ende, wobei ich also die jeweiligen Protagonisten eben insofern steuern kann, dass sie aus diesen Zeichnungen entstehen und dass sie sich so bewegen, wie ich will und dass sie das sind letzten Endes, was sie in der Apsis sind, als Einzelfiguren, als geschmiedete oder gebogene Einzelfiguren. Und diese 3D-Animation hat noch jenen Vorteil, dass sie so eine Art von Lebendigkeit hat, nämlich in verkleinerter Größe, nicht so groß wie ein Mensch, kommt es dann auf den Besucher zu. Und die spielen dann direkt auf den Körper des Besuchers. Und sie haben eine ähnliche Funktion, so wie die Menschen selbst eine eigene spezielle Eigenheit haben und eigenes Stück in ihrem Leben spielen. So spielen diese Figuren nicht nur vor, sondern sie spielen auch etwas nach.
Und es ist vielleicht etwas Beklemmendes daran, möglicherweise. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Wenn man jenen Humor mitbringt, den ich auch versucht habe, in den Songs mit einzubauen, dann kann man schon irgendwie entfliehen von dem ganzen Spiel. Ja? Das Thema meiner Arbeit kreist um den Menschen, um die Beschaffenheit des Menschen, die Zustandsbedingtheit des Menschen, wenn man so will, die jeweiligen Positionen, wo der Mensch steht, wo das Ganze in seinem Gefüge ist. Wenn es sich auf eine Arbeit fokussiert, diese Säule hier bezieht sich auf den Menschen, auf seine Lebensart oder auf die Hierarchien, auf die Tiere. Das, wo der Mensch eigentlich zum Tier wird oder zu sogenannten tierischen Verhalten gebrandmarkt wird. Wird er zum Hund, wird er zum Schwein, wird er zu allen möglichen tierischen Empfindungen heruntergemacht, bückt sich aber auch merkwürdigerweise. Ja? Natürlich erarbeitet man sich immer eine Künstlichkeit, die in meinem Fall immer mit mir und im Austausch mit den anderen zu tun hat. So wie meine neueste Arbeit in der Dominikaner Kirche in Krems, wo eine ganze Welt hier aufgebaut wird. Also da begnüge ich mich nicht mit mir selber, sondern baue da eine ganze Weltansicht auf mit piktogrammartigen Figuren. Und nachdem man ja immer hinaustritt, ich bin ja nicht immer in der Kartause, dann sehe ich die Welt und die ganzen Systeme, die ganzen Hierarchien und die ganzen Ordnungen, die ganzen Machtstrukturen. Und so habe ich mir gedacht, ich forme so eine Art von Kürzel für etwas, für diese Systeme. Ja, und was liegt näher daran, als dass man sich zurückzieht? Es ist möglich, dass man in diesem Ort, der auch noch zusätzlich unterkellert, an manchen Stellen ist, wo ich die Arbeiten dann aufhängen kann, wo ich die wirklich tatsächlich fast eins zu eins in eine Installation im Dunkeln machen kann, weil die Figuren leuchten. So schätze ich das dann sehr in der Kirche, dass das ähnlich ist, so wie in meinem Kellerräumen, dass ich dann die diversen Ordnungen, die diversen Systeme, die diversen Hierarchien ziemlich deutlich erkennbar werden lassen kann, anhand meiner erfundenen Zeichen, weil die sind ja alles Erfindungen. Ja? Ich sehe mich immer als Inventress, also die kommt vor. Die Inventress of Wheel Acts, das ist eine kleine Figur, die drinnen dann sich gegen verschiedene Systeme zu wehren versucht. Die hat Boxerhandschuhe, habe ich nicht, aber ich forme mir das alles. Es wird immer eigentlich unproblematischer, meine Arbeiten zu transportieren, weil sie in Schachteln verpackt ganz leicht zu transportieren sind. Und noch leichter wird es zum Beispiel die 3D-Animation, die gibt es dann auf der CD. Ja? Aber die Figuren für die Dominikanerkirche, die gibt es eben zu diesen 6000 Stück in etwa, die ich dann in Schachteln verpackt ganz leicht an einem Tag an diesen Platz transportiere. Aber sie sind natürlich für einen Raum gedacht, der ein großer Behälter wäre. Das hätte ich mir schon immer vorgestellt. Meine Kunst ist eine Erfindung. Und die kennt man ja noch nicht in der Form. Also diese Art der Kunst kennt man nicht. Dadurch kann die meine Kunst etwas. Dadurch bin ich Artist ohne Netz, weil diese Figuren als Netz oder als System oder als Verzweigtheit, die kennt man noch nicht.